4 Jahre war der Outlander ersatzlos gestrichen. Und nun ist er mit neuem und eigenständigem Profil zurück. Während Mitsubishi bei Allianzpartner Renault Captur und Clio-Klone zuletzt quasi 1:1 übernommen hatte, soll das SUV als erstes eigenständiges Modell ab März kommenden Jahres der Marke wieder mehr Profil geben. Allerdings ist der neue Outlander PHEV gar nicht so neu, wie es den Anschein hat. Bereits seit Ende 2021 wird das Plug-in-Hybrid-SUV in Japan und in den USA verkauft. Für den europäischen Neustart wurde es nun optisch und technisch leicht überarbeitet. Zum anderen griff Mitsubishi auch hier erneut auf Allianz-Technik zurück. Diesmal nicht von Renault, sondern von Nissan, indem der Outlander die Plattform des X-Trail nutzt. Und auch Honda-Technik steckt drin. Kleiner Scherz, denn der Technikchef trägt den in Japan häufigen Familiennamen Honda. Für Mitsubishi ist die 4. Generation dennoch ein echter Gamechanger, der mit mehr elektrischer Reichweite, verbesserter Qualität sowie einer größeren Palette von Assistenz- und Komfortsystemen die nächste Produktoffensive verkörpert. Tatsächlich wirkt das 4,72 Meter lange Flaggschiff eigenständig und solide, mit wuchtiger Front und markanten Scheinwerfern, wenngleich die breit glänzenden Chromspangen an Front- und Fensterrahmen etwas aus der Zeit gefallen wirken. Die Heckpartie mit horizontal angeordneten LED-Rückleuchten erscheint harmonisch geschlossen und greift das skulptural ausgeformte Sechseckmotiv der legendären Mitsubishi-Geländewagen-Ikone Pajero auf. Die Zweifarblackierung mit schwarzem Dach, die es in 5 Varianten gibt, kaschiert ein wenig die lichte Höhe des immerhin 1,75 Meter aufragenden Allradlers. Ja, wir sind hier bei der Weltpremiere, bei der statischen Weltpremiere des neuen Mitsubishi Outlander in Madrid, wo wir unser neues Fahrzeug zeigen, ein D-SUV-Segment. Fahrzeug mit einem tollen Plug-in-Hybrid mit 86 Kilometern Reichweite, der jetzt Anfang nächsten Jahres auf den deutschen Markt kommen wird. Outlander ist ein wichtiges Fahrzeug für uns. Outlander ist ein toller Name, ein sehr bekannter Name. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren, als das Fahrzeug auf dem deutschen Markt war, über 200.000 Fahrzeuge davon verkauft, also auch ein sehr, sehr populäres Fahrzeug. Ein sehr wichtiges Modell, auch bei uns im Line-Up insgesamt. Wir erwarten uns davon natürlich auch nicht nur neue Kunden, sondern auch viele Bestandskunden, die zu uns kommen werden und jetzt den neuen Outlander fahren möchten. Seit Anfang nächsten Jahres wird er auf den deutschen Markt kommen, zu Preisen ab 49.990 Euro und das auch schon mit einer tollen Grundausstattung. Auch im Innenraum sorgt ein horizontal ausgerichteter Instrumententräger für stattliche Breite. Materialien und Verarbeitung machen einen guten Eindruck, wie wir bei einer ersten Sitzprobe feststellen konnten. Schon in der Basisversion ist jeder Outlander mit 2 jeweils 12,3 Zoll großen Infodisplays ausgerüstet. Hinzu kommt ab der traditionell zum Start angebotenen Intro-Edition ein Head-Up-Display. Dominiert wird der Innenraum von dem Infotainment-Touchscreen, das die üblichen Funktionen von Navigation und Audiosystem sowie weitere Fahrinformationen, je nach persönlichen Vorlieben, in übersichtlicher Darstellung anzeigt. Darüber hinaus erlaubt eine Smartphone-Anbindung die personalisierte digitale Welt via Apple CarPlay oder Android Auto kabellos in den Outlander zu integrieren. Raum finden auch die Passagiere im Fond des großen D-SUV von Mitsubishi. 2,70 Meter Radstand schaffen ordentliche Beinfreiheit. Die Rücksitze lassen sich im Verhältnis 40-20-40 umlegen, wenn auch nicht verschieben. So bietet der Kofferraum in der normalen Konfiguration 495 Liter. Durch vollständiges Umklappen der Rücksitze lässt sich dieser auf bis zu 1422 Liter erweitern. Für den Antrieb nutzt der neue Outlander ein überarbeitetes Plug-in-Hybrid-System der nächsten Generation. Herzstück bleibt ein 2,4 Liter Vierzylinder-Benziner mit 136 PS. Dem springen jedoch gleich 2 Elektromotoren zur Seite, einer hinten mit identischer Leistung und einer vorn mit 85 kW. In einem Wechselspiel aus seriellem und parallelem Hybridantrieb entsteht so eine Systemleistung von 306 PS, mit dem der mehr als 2 Tonnen schwere Allradler in erstaunlichen 7,9 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen soll, bis er bei 170 km/h abgeregelt wird. Für maximale Traktion, auch auf rutschigem Untergrund, ist das Allradsystem SAWC an Bord. Zwar wird auch dieser Geländewagen selten im Gelände zu sehen sein, doch er könnte es. 7 wählbare Fahrmodi, unter anderem für Schnee, Matsch und Geröll, lassen den Outlander auch abseits der Piste gut und souverän aussehen.
Ab März 2025 soll der neue Outlander Plug-in Hybrid in 4 Ausstattungslinien zu den deutschen Händlern und Kunden rollen. Zu durchaus ambitionierten Preisen, ab 49.990 Euro. Wobei schon die Basis recht üppig ausgestattet ist. Die Top-Variante ab 49.490 Euro bietet zusätzlich eine 3-Zonen-Klimaanlage, klimatisierte Ledersitze vorne, Sitzheizung hinten und ein Panorama-Schiebedach. Für 2.000 Euro extra gibt's hier noch Premium-Ledersitze mit Massagefunktion.